Oh, das Lied ist so schön. Okay, reicht. Hi Leute, ihr seht mich in einem etwas komischen Zustand mit Handtuch, trockenen Haaren, ohne Ohrringe, ohne Schmuck irgendwo und mit einem alten T-Shirt. Was bedeutet, es gibt ein neues Haarexperiment und diesmal mit meinen Haaren. Im letzten Video habe ich meiner Schwester die Haare wund gemacht und diesmal bin ich an der Reihe. Das Video von meiner Schwester verlinke ich euch unten in der Infobox, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Es ist sehr lustig geworden und es sieht sehr cool aus, was sie jetzt auf dem Kopf hat. Aber heute soll es um meine Haare gehen. Da ihr wisst, dass ich ein kleiner Schisser bin, was das Buntmachen von Haaren angeht, werden meine Haare natürlich nicht bunt. Ich war die ganze Zeit im Überlegen, ob ich sie braun färben soll, weil ich hatte meine Haare schon mal eine Zeit lang braun und ich weiß nicht, ich habe mich nicht getraut, weil von braun auf blond ist echt sehr schwer. Das weiß ich aus eigener Erfahrung und ich habe so viele Haare gelassen und meine Haare sind sich jetzt gerade wieder am Erholen und sind gerade auf dem besten Weg, wieder gesund zu werden. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, die Haare nicht braun zu färben, sondern einfach meinen Gelbstich aus diesen Haaren rauszubekommen. Viele meinten, dass meine Haarfarbe schön ist und dass sie auch gerne so ein Balayage hätten. Balayage ist an sich auch eigentlich wirklich ganz cool und vor allem praktisch für die Blondinen, weil man nicht ständig den Ansatz nachfärben muss. Aber dieses Gelbliche, das nervt mich so dermaßen. Viele meinen, ja, das sieht doch eigentlich ganz cool aus, aber ich bin so selbstkritisch und es nervt mich so sehr, dass ich mir dachte, es muss eine Veränderung her. Und letztens habe ich von jemandem dieses Produkt hier empfohlen bekommen. Das ist von Wella Color Fresh in der Farbe 8-81 Silver. Ein Tönungsliquid. Ich habe mir ein paar Videos dazu angeschaut und habe gesehen, dass viele das gemischt haben mit irgendwas. Aber ich denke mir so, ich trage das nur so auf, weil ich habe es im Friseurbedarf gekauft und die Frau hat nichts zu mir gesagt, deshalb denke ich, man kann das auch so auftragen. Ich habe schon so viele Sachen ausprobiert, um den Gelbstich aus den Haaren rauszubekommen. Ich habe Silbershampoo benutzt und ich habe da wirklich mehrere ausprobiert. Ich habe es mit Kuren versucht, also die sehr, sehr viel lila Anteil drin hatten, es hat auch nichts gebracht. Dann habe ich es mit Directions versucht, die in der Farbe Silber waren, hat auch nichts gebracht. Deswegen dachte ich mir, ich probiere das mal aus, weil ich echt nur Gutes darüber gehört habe und auch vor allem gelesen habe. Ja, ich habe irgendwie so ein bisschen Schiss. Man soll es ins Handtuch trockene Haar geben, deshalb sehe ich gerade so aus, wie ich aussehe. Ich habe natürlich ein altes T-Shirt an und habe hier das Hannah Montana Betttuch, was meine Schwester auch schon benutzt hat. Und wisst ihr, was mich wundert? Die bunten Directions, die wir benutzt haben, sind komplett rausgegangen. Es ist nichts mehr drin, oder? Es ist nichts mehr drin, deshalb hätten wir auch ein Handtuch nehmen können. Egal. Mein Problem wäre nur dann, dass ich wieder keine Handschuhe habe, weil ich die Handschuhe, die hier dabei waren, für die Directions benutzt habe und die natürlich weggeschmissen habe. Aber ist nicht so schlimm. Es sind ja meine Hände. Meine Schwester war gerade so lieb und hat mir meine Haare gekämmt, weil kennt ihr das, wenn ihr hier oben Knoten habt und sie einfach nicht rauskriegt? Deswegen hat sie mir sie gerade gekämmt und sie sind jetzt komplett einmal durchgekämmt und sehr weich und deshalb können wir sie jetzt färben. Und ich sag's auch nochmal in diesem Video, ich bin natürlich kein Friseur, ich habe keine Ausbildung gemacht und habe eigentlich keine Ahnung von dem, was ich hier tue und mach's nur, weil ich keinen Bock habe, zum Friseur zu gehen und damit ihr ein Video habt. So, okay, ich würde sagen, wir fangen an. Ich sehe natürlich jetzt auch sehr sexy aus. Ich habe irgendwie Schiss. Okay, das Ganze sieht so aus. Wie geht das auf? So doof. Ich würde sagen, ich nehme meine Strategie, die ich beim letzten Video, wo ich meine Haare gefärbt habe, aufgenommen habe. Und zwar einfach, dass ich mir immer Strähnen genommen habe und das dann so einmassiere. Weil ich denke, wenn man die Haare alleine färbt, ist das so das Beste, weil sie abzuteilen lohnt sich nicht wirklich, weil ich dann hinten sowieso nichts sehe. Okay, fangen wir an. Und ich färbe natürlich nicht das, was braun ist, beziehungsweise dunkelblond, sondern nur hier diese blonden, pissgelben Stellen. Ich muss übrigens später auf den Geburtstag, also wenn ich verunstaltet bin, dann habe ich Pech. Pech gehabt dann. Einfach. Einfach Pech gehabt. Ich glaube, das ist gar nicht so gut für die Hände, aber was soll's. Obwohl, das fühlt sich irgendwie an wie so Shampoo, Haarshampoo. Übrigens gucke ich hier hin, weil hier mein Spiegel ist. Also sorry for that. Oh mein Gott. Seht ihr, das ist jetzt schon weiß-blond. Ich bin sehr gespannt, wie das Endergebnis nachher ist. Ich muss halt nur gucken, dass ich wirklich auch alles treffe, weil wenn ich nur so die Hälfte einer Strähne habe, sieht das so beschissen aus. Okay,
Leute, ich habe jetzt alles eingearbeitet. Hier ist jetzt noch ein bisschen was drin. Das heißt, wenn ich die Haare dann geföhnt habe und mir auffällt, oh, da bin ich noch ziemlich gelb oder da habe ich noch orange Flecken, dann werde ich es einfach nochmal machen, aber so werde ich es jetzt erstmal lassen, weil ich habe eigentlich so ziemlich jede Stelle getroffen. Ich würde sagen, ich warte jetzt eine Dreiviertelstunde, melde mich dann bei euch und dann schauen wir uns das Ergebnis an. So Leute, 45 Minuten sind jetzt um und ich habe gerade meine Haare ausgewaschen und geföhnt. Und ich muss sagen, dass mir das Ergebnis, ich zeige es euch gleich, dass mir das ganz gut gefällt. Aber dass man jetzt nicht so einen riesigen Unterschied sieht. Also wenn ich jetzt zu meinen Freunden gehe nachher, dann werden die wahrscheinlich nicht sagen, oh, hast du deine Haare gefärbt? Sondern werden irgendwie sagen, oh, du siehst etwas anders aus. Wenn überhaupt, wenn es dir überhaupt auffällt. Aber ich würde sagen, ich zeige es euch jetzt einfach mal. Es ist halt so, wie ich es mir schon gedacht habe, dass es an manchen Stellen noch etwas gelb ist, an anderen Stellen nicht. Gott sei Dank habe ich in der Verpackung noch was drin und deshalb denke ich, ich werde das die Tage einfach nochmal wiederholen. Und dann wird der Gelbstich, denke ich mal, komplett draußen sein. Ansonsten kann ich zu dem Produkt sagen, dass es wirklich gut ist. Es trocknet die Haare nicht aus, es macht die Haare nicht kaputt, also es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt. Ich habe dafür im Übrigen 14 Euro gezahlt. Ich weiß nicht, wie das bei Amazon ist. Ich suche euch, wie gesagt, das Produkt raus. Verlinke es euch unten in der Infobox, dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Vielleicht gibt es das dort etwas günstiger. Ansonsten war es das von dem Video. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, dass man einen Unterschied zu vorhin sieht. Also, wo ich das Video gestartet habe, ob man da irgendeinen Unterschied sieht. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren, um keines meiner Videos zu verpassen. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder und danke fürs Zusehen.